Endlich ist es soweit. Nachdem wir nun einige Zeit warten mussten, bevor die nächste Live-Action-Star-Wars-Serie über die Bildschirme flimmern darf, ist The Acolyte nun endlich erschienen. Es geht in die High Republic, ihr habt viele Videos von mir schon vorab gesehen. Wir gehen rein in die Reaction. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. The Acolyte ist endlich da und auch wenn ich die ersten beiden Folgen schon vorab im Kino sehen durfte, Grüße gehen nochmal raus, ja, liebe Grüße an die Einladung und sowas, ne, Handshake und leckeres Popcorn und eine leckere Cola Light, die ich da getrunken habe. Fun Fact, ich habe mir sogar zweimal Popcorn geholt, aber verrate das niemandem. Wie dem auch sei, wir gehen, süßes Popcorn natürlich, ne, süßes oder salziges Popcorn. Wie dem auch sei. Wir gehen rein in die Reaction von The Acolyte, Folge Nummer 1. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob ich die erste Folge beim zweiten Anschauen nochmal anders wahrnehme, als das beim ersten Mal der Fall war. 100 Jahre vor dem Aufstieg des Imperiums herrscht eine Zeit des Friedens. Der Orden der Jedi und die Galaktische Republik gedeihen seit Jahrhunderten ohne Krieg. Doch in den dunklen Ecken der Galaxis lernen einige wenige im Geheimen die Macht zu nutzen. Einige von ihnen, eine einsame Attentäterin, riskiert jedoch entdeckt zu werden, um Rache zu üben. Das Lustige ist ja dabei, dass es ja nicht nur anscheinend eine ist, sondern mehrere. Nur sie diejenige ist, die halt ans Tageslicht kommt. Und was wir hier halt direkt sehen ist, die Produktionsqualität, und das werdet ihr in der Serie merken, ist wirklich hoch. Es wurden ganz viele echte Sets genutzt, wie zum Beispiel das hier, die dann einfach nur nach hinten rum erweitert wurden. Und das ist wirklich, wirklich eine geile Sache. Wo ist eure Jedi? Kostüme und so. Auch so die Alien-Dichte, ne? Man sieht's halt. Also die Trailer, wo gesagt wurden, oh, da sind keine Aliens dabei, ist halt völliger Quatsch. Also Leute, die keine Menschen sind. Meisterin Indara. Ja, mein Kind. Greift mich an. Mit all eurer Kraft. Das war der Cringe-Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, genau das, wo man sich so denkt, was, wer hat dieses Skript geschrieben? Ist das ein Anime oder was? Jedi greifen niemanden an, der keine Waffe trägt. Doch. Ich finde die Kampfszene an sich so geil. Es wurde ja auch oft mal gesagt, so, oh, wenig Lichtschwert-Action und mehr Kung Fu. Aber ich mag das total gerne, auch in Star Wars. Eine Hommage an Matrix. Herrlich. Herrlich. Du, was tust du hier? Ich werde euch töten. Sieht so cool aus. Das ist ein Kampf, den du nicht gewinnen wirst. Ich liebe diese gesamte Anfangssequenz, außer halt zwei Dinge. Einmal dieser Dialog mit greift mich an mit all eurer Kraft, der halt wirklich super cheesy ist. Und halt die Tatsache, dass ich nicht glaube, dass sich eine Jedi-Meisterin davon ablenken lässt, dass da halt, ne, das Messer hingeflogen kommt und sie eigentlich weiß, dass da mehrere Messer im Spiel sind. Das kannst du mir nicht verkaufen. Ansonsten, rein visuell, rein vom Kampf her und auch vor allen Dingen von der Performance von Indara, also von Carrie Ann Moss, glaube ich, heißt die Schauspielerin, bin ich ein riesiger Fan. Die Musik dabei und sowas, sehr stark. Sehr cool. Also overall, tolle Anfangssequenz, außer halt die beiden Punkte. Und ich bin halt sehr von diesem, ich bin halt kein Asia-Kultur-Fan dabei. Also jetzt nicht, dass es jetzt irgendwas dagegen ist oder sowas, aber einfach von dem Stil her. Aber an sich finde ich das halt trotzdem sehr, sehr passend für die High Republic.
merkt man halt auch viel an den Comics und sowas, dass das gut passt. Guten Morgen, Pip. Wow, geht's auch etwas leiser, Pip? Klingt, als hätten wir was zu tun. Stellt euch vor, ihr hättet ein Jugendzimmer und könntet das so einrichten wie so ein Raumschiffquartier. Gong-Druide. Osha, du hast einen echt wilden Ausflug nach Nashadar verpasst. Ach ja? Ja. Nashadar, Leute. Doch, es schläft schon. Es gibt nur... Oh. Nicht damit an. Die Handelsföderation. Die Handelsföderation nutzt die Schilde doch nie. Vielleicht muss er ja deswegen repariert werden. War Nashadar eigentlich vor dieser Szene schon Kanon? Also jeder hat Jedi Knight 2 natürlich gespielt. Nashadar, das Level, Banger. An sich. Liebste Multiplayer-Map damals von mir gewesen. Quasi so ein bisschen, als würde die Unterwelt von Coruscant einfach nur ein Planet sein, so nach dem Motto. Das war Nashadar. Ich glaube, Hutten-Kartell hat da auch geherrscht. Wie dem auch sei. Und jetzt guckt euch das Raumschiff an. Ich weiß, ich rede sehr, sehr viel jetzt, aber ich habe die natürlich ja auch schon auf Disney Plus gesehen. Es sieht aus nach Star Wars. Diese Ölschmierer sind entbehrlich. Unsere Fracht ist es nicht. Sie sind entbehrlich, aber ich bitte euch. Wirklich witzig. Raumschiffdesign und Brücke und sowas, auch so, sieht wirklich nach Star Wars aus, obwohl es neue Designs sind und das ist sehr, sehr angenehm. Und halt die Neimodianer haben übrigens keinen französischen Akzent, weil sich damals über, darüber beschwert wurde. Und auch ein falscher französischer Akzent war, aber ich hätte die gerne wieder mit französischen Akzent gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es jetzt nie irgendwie offensive wahrgenommen. Oder bayerischen oder sächsischen Dialekt oder sowas. Das wäre großartig, eine Alienrasse. Das war so eine geile Szene, so da rein, wie Luke damals mit dem X-Wing. Das Ding ist halt, das ist eine Vector. Im Vector war der Jedi-Jäger damals in der High Republic. Die Leute, die die Bücher und Comics gelesen oder gesehen haben, wissen das halt. Du weißt, wenn ein Vector kommt, sitzt dann Jedi drinne. Ich bin Jord Fender, Ritter des Jedi-Ordens. Das ist mein Padawan Tassilo. Wir sind auf der Suche nach einer ehemaligen Jedi. Wir haben keine Passagiere. Sie ist eine Macnack. Untere Ebene, Kurier 23. Das ging schnell. Ich finde die Roben sehr cool, muss ich sagen. Gefallen mir. Auch die weißen Umhänge und sowas. Es sieht sehr clean aus, aber es ist halt Hohe Republik. Da hatten wir gestern auch eine Diskussion im letzten Video über die in den Kommentaren drüber. Jord? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns wiedersehen. Also was machst du denn hier? Was ist los, Jord? Es wäre besser, wenn du dich hinsetzt. Wann hast du als Macnack angefangen? Gleich nachdem ich den Orden verließ, vor 6 Jahren. Ich brauchte einen Gehaltscheck. Wann hat der Orden dich aufgenommen? Als ich 8 war. Die Umstände waren speziell, aber der Rat der Jedi traf seine Entscheidung. Du hast deine ganze Familie verloren. Sie war nur ein bisschen jünger als Anakin, ne? Weswegen seid ihr hier? Eine Jedi wurde gestern Abend auf Ueda ermordet. Wer? Meisterin Endara. Die Beschreibung der Verdächtigen passt auf dich. Welche Spezies gehört sie an, also der Padawan von Jord? Ich liebe, dass ihr einfach in den Kommentaren meistens solche Fragen beantwortet, weil ihr es dann doch irgendwie das gegoogelt habt. Das ist sie! Aha. Sie hat die Jedi ermordet und meine Vater... Klumpengesicht weiß es. Das ist nämlich der Barkeeper. Da du nun identifiziert wurdest, bring dich ein Gefangenentransporter zurück nach Coruscant. Ihr macht einen Fehler. Und da merkst du an solchen Szenen das Produktionsbudget. Oh, guck dir das an. Auch die, dass die Ebenen noch nicht so hoch sind, Coruscant, und der Jedi-Tempel viel weiter höher aussteht. Schließt eure Augen. Verbindet euch mit der Macht. Stellt euch vor, ihr taucht in einem Ozean. Und sagt mir, was euch in den Sinn kommt. Venestra Row. Gleichgewicht. Leben. Ich sehe Feuer und es vernichtet alles, was auf seinem Weg liegt. Die Macht kann gewaltig sein. Ist sie eine Kraft, die wir respektieren müssen? Ist auch sehr, sehr interessant, weil innerhalb der High Republic, ja auch in den Büchern, wird schon gesagt, dass jeder Jedi die Macht halt anders wahrnimmt. Die manche als Echo, manche als tiefer Ozean, manche als Feuer und sowas. Halt die Macht zu ergründen, finde ich sehr interessant. Welch ein Glück für diese Jünglinge, einen so einfühlsamen Lehrer zu haben. Ich bin derjenige, der das Glück hat, von Ihnen zu lernen. Ihr und Meisterin Endara wart Freunde.
Ja. Wir haben eine Verdächtige festgesetzt. Eine frühere Padawan von euch. Osha Anaseya. Osha war... Ich sehe keinen Grund, wieso sie Indara töten sollte. Die Beweise gegen sie sind erdrückend. Da muss ein Irrtum vorliegen. Dun dun dun. Diskretion ist wichtig und wir müssen schnellstmöglich ein Exempel statuieren. Kann ich mich auf eure Unterstützung verlassen? Zwei Sachen, die ich sagen muss. Wer Bücher oder Comics gelesen hat, Venestra Rowe, ich war echt leider enttäuscht davon, wie sie sich verhält, weil der Charakter, den sie hier quasi, so wie sie ihn wiedergibt, spielt, ist nicht der, den man irgendwie kennt. Das war so ein bisschen so, was ist der widerfahren, damit die sich so entwickelt hatte in ihrem Erwachsenenleben, weil sie damals halt als Jugendliche Jedi-Ritterin da schon andere Geschichten erlebt hat. Und Meister Saul hingegen, finde ich, ist der mit Abstand sympathischste Charakter. Umso weiter diese Serie läuft, umso mehr wird man erkennen, Meister Saul ist wie Qui-Gon. Er hat ja auch selber gesagt, er hat Qui-Gon so ein bisschen als Vorbild genommen, also der Schauspieler. Und es ist mit Abstand mein Lieblingscharakter aus der Serie. Wir haben vor, von hier abzuhauen. Bist du dabei? Euer Enthusiasmus in allen Ehren, aber dabei könnten wir draufgehen. Legst du dein Schicksal lieber in die Hände der Jedi? Ja. Das ist so cool, dass das eigentlich Stühle sind, diese Stühle. Wirklich schlechte Sicherheitsmaßnahmen. Er hat auch die Zeit seines Lebens, Mann. Dieser kleine Rückstoß in dem Moment, wo die Kapsel gestartet ist. Und da dachte ich jetzt auch so, oh, machen sie jetzt was mit der Macht? Ich fand gut, dass sie es nicht durchgezogen haben. Also für einen Hochsicherheitstransport ist es halt wirklich schlecht konstruiert. Ja, komisch. Das wäre so eine Star-Wars-Rolle für mich, ne? Da brauchst du nichts zu können, außer mal komplett over zu acten und verrückt zu gelten. Da würde ich mich auch hinlegen. Ein CGI-Ding auf den Mund bekommen und dann einfach mal rumschreien und irgendwo hinlaufen. Wisst ihr, könnt mir ja völlig abholen. Das kriege ich 1:1 hin. Just saying. Wenn ich ein Verrückter mit dem Lichtschwert sein darf, umso besser. Komme ich euch gratis überall hin. Sicherheitsposition eingenommen. Leute, wir haben noch eine Animation übrig von Mandalorian Staffel 2 von diesem Eisplaneten, als der Mando von den X-Wings gejagt wird. Ja, packt einfach das neue Raumschiffmodell drauf und dann lasst den wieder runter mit dem neuen Raumschiffmodell. Wir können das einfach wiederverwerten. Ja, alles klar, Chef, machen wir. Was gibt es, Jackie? Venestra Rowe bittet euch, zur Inhaftierungsebene zu kommen. Warum behaltet ihr Holos eurer Padawan? Unsere Erinnerungen sind Lektionen. Wenn wir nicht über die Vergangenheit nachsinnen, sind wir... Verdammt, sie zu wiederholen. Ich finde, Daphne Keen hat auch einen guten Job als Padawan gemacht. Also, so stelle ich mir halt einen Padawan vor. Also, den Vorbild-Padawan. Eine Gefangenenmeuterei. Das Schiff ist über Kalek abgestürzt. Beruhige deinen Geist. Und was ist mit der jungen Frau passiert? Sie hat mir geholfen, doch ich habe sie hintergangen und die letzte Rettungskapsel genommen. Das entlastet sie nicht von dem Mord. Hätten sie Venestra Rowe einfach anders geschrieben. Ich bitte um Erlaubnis, nach Kalek reisen zu dürfen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie überlebt hat. Ich fühle es. Hier werdet ihr dringender gebraucht. Falls sie schuldig ist, wäre das mein Versagen. Ein kleines Team. Seid diskret. Das hat mich auch so gefreut, ne? Er darf jetzt... Macht mit euch sein. Und mit euch. Warum wird Saul im Jedi-Tempel dringender gebraucht, als die Mörderin zu finden, die einen Jedi umgebracht hat, und das erste Mal seit unglaublich langer Zeit und anscheinend mit Hilfe der Macht, der dunklen Seite oder auf jeden Fall mit Einsätzen der Macht. Und da muss es ja irgendwie, es muss ja wichtige Gründe dafür geben. Wenn nicht, wäre scheiße. Da frage ich mich so, was steckt dahinter? Drängir, Nihil, wobei die Nihil waren zu der Zeit, glaube ich, schon besiegt.
irgendwas, was mit Star Wars Eclipse zu tun hat. Ich glaube, auch Dagan Gera, der, mit dem wir den Hohen Republik Jedi, den wir in Jedi Survivor gesehen haben, ich glaube, der war zu der Zeit auch schon tot. Da Dagan ja zu der Zeit gelebt hat, wo die Nihil auch noch aktiv waren. Es gibt ja super viele Theorien, wer alles einen Gastauftritt haben könnte. Yoda und sowas würde ich auch noch mal gerne sehen. Da habe ich jetzt auch noch nicht im Kopf, dass der vorgekommen ist in den ersten beiden Folgen. Kleiner Spoiler. Karlak. Dun, dun, dun. Hey! Ich weiß, Leute, ich rede viel Direction. Das liegt aber daran, dass ich die Folgen halt schon kenne. Trotzdem benötigen wir Verstärkung. Etwa Yord? Stimmt mit Yord etwas nicht? Nein, er ist einfach Yord. Senatoren und Co. Ja, schon sehr cool. Meister So, danke, dass ihr mich ausgewählt habt. Wir brechen in 5 Minuten auf. Yord, zieht euch wieder an. Das muss ich sagen, hat mich so ein bisschen abgelenkt, wo ich mir so denke, mussten sie jetzt Oberkörper freizeit, als welcher Grund dafür ist es? Fehl am Platz für Star Wars an. Übrigens, sehr geile Aufnahme auch wieder hier. Ihr merkt so, es gibt so Szenen, wo ich mir so denke, boah, das ist Star Wars. Und dann wieder so Szenen, wo ich so sage, oh, warum haben sie es nicht anders gemacht? Es ist aber auch sehr subjektiv, muss ich sagen. Ne? Weil ich halt vielleicht ein ganz eigenes Verständnis davon habe, was ich mir halt davon wünsche, wie Star Wars in dem Moment oder wie die High Republic aussieht. Das ist das Problem, wenn du Bücher gelesen hast und in deinem Kopf das alles anders aufgebaut ist. Hallo, Schwester. Brandock? Noch zwei sind wir. Wie die Sterne am Himmelszelt und das Meer tief darunter. So mache ich dich zu dir. Und du mich zu mir. Mei, ja. Hast du in Dauer umgebracht? Ich werde sie alle umbringen. Eine Vision der Macht. Alles in Ordnung. Pip ist übrigens ein cooler Druide. Haben sie sich mal wieder was Neues einfallen lassen? Eher wie eine Art Handy, aber als Druide. Oder Multifunktions- Glaubst nie, wen ich gerade gesehen habe. Ja, Plot Twist, sind zwei Leute. Das war ja immer der Leak, ne? Es sind zwei verschiedene, es sind Zwillingsschwestern. Sprechen? Halbe Stunde, wir haben raus. Wie gut kennt ihr Osha? Vor 16 Jahren war ich auf Brandock stationiert, ihrem Heimatplanet, als ihre Schwester ein Feuer verursachte, bei dem ihre gesamte Familie starb. Und ich nahm sie als meine Padawan auf. Die Schwester hat das Feuer verursacht, das hatte ich nicht im Kopf. Haltet ihr es für... Nein, Mei ist tot. Ich sah, wie sie starb. Macht euch bereit zur Landung. Auch cool, ne? Die Wohnquartiere hinten haben, aber das Schiff als solches quasi da. Oder eine Art Hyperraumring. Jemand war hier, das ist nicht zu übersehen. Schrottsammler, Padawan. Ich frage mich, ob das im Volume gedreht wurde. Dass sie dann einzelne halt Steinnachbildungen dahin gepackt haben und den Hintergrund einfach ausgefüllt. Das sieht so cool aus mit dem gelben Lichtschwert. Und es gibt so viele davon in der High Republic. Ach, herrlich. Im Namen der Republik und des Jedi-Ordens! Osha! So! Ich war es nicht! Komm von der Kante weg! Ich hab's nicht! Osha! Boah, wie einem da die Pfeife gehen muss. Osha. Mei ist am Leben. Ich glaube dir. Soul ist ein guter. Gehen wir. Er strahlt so eine Wärme aus, die ich von einem Jedi-Meister irgendwo in seiner Position erwarte. Das wird nicht nötig sein. Die Jedi leben in einem Traum. Greift man einen Jedi mit einer Waffe an, wird man scheitern. Aber ein Akolyt tötet ohne eine Waffe. Ein Akolyt lässt den Traum sterben. Und das hat mich wieder ein bisschen rausgezogen, weil der halt wieder so ein cheesy Dialog war. Oh. Wir müssen mit drüber reden, bevor wir die Folge 2 schauen. Also Leute, ich glaube, jeder, der jetzt The Acolyte alleine die erste Folge gesehen hat, der wird halt mit vielen Kritikpunkten, die so offensichtlich irgendwo rausgehauen worden sind von irgendwelchen Anti-Woke-Pappnasen,
der wird sagen, alles klar, das war halt Dünnpfiff, den die da gelabert haben. Aber darüber, das ist auch gar nicht der Hauptpunkt. Die Serie hat berechtigte Kritikpunkte und die wollen wir auch mal jetzt so ein bisschen aufsplitten und meine persönliche Meinung jetzt auch nach den ersten beiden Folgen halt raushauen, wobei auch noch eine Reaction zu der zweiten Folge kommt. Ich fand in der ersten Folge erstmal gut. Die Choreografien, Banger, Musik, klasse. Die ganze Szenen, Sets und sowas, die ganze Optik. Man merkt das Produktionsbudget an. Das war wirklich stark eingesetzt. Es hat Spaß gemacht. Es hat nach Star Wars ausgesehen, obwohl es neue Elemente waren. Ich feiere es komplett, dass wir in der High Republic angekommen sind oder zurückgegangen sind. Es ist einfach mal schön, etwas anderes zu sehen, außer normale Republik der Prequels, Sequel-Sachen oder auch Mando-Ära oder Imperium, insbesondere Imperium. Man hat sich da zwar nicht satt gesehen, aber es ist einfach schön, so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Ich bin so ein kleiner Sucker für neue Sachen. Jetzt ist es aber so, auch die Charaktere, ne? Für mich, Indara, ich fand es echt schade, dass Carrie Ann Moss und ihr Charakter so früh gestorben ist. Es gab aber einige Trailer-Szenen, wo sie noch später zu sehen war. Ich glaube, das sind dann wahrscheinlich Rückblenden. Hauptprotagonistin Mei bzw. Osha ist nicht die stärkste Protagonistin, die ich direkt ins Herz geschlossen habe, sondern eher irgendwie so Mittel zum Zweck. Das macht sie jetzt nicht zu einem schlechten Charakter, aber momentan noch ohne viel Tiefe. Wirklich stark sind hier aber die Jedi. Und ich meine damit nicht Vanessa Rowe, wo ich auch so ein bisschen angepisst bin, wie sie geschrieben ist, sondern Master Soul, ganz, ganz weit vorne, absoluter Banger. Ich glaube diesem Typen einfach, dass er ein Jedi-Meister ist mit der Ausstrahlung, den er hat. Yord finde ich interessant als Charakter, genauso wie Jackie an sich. Die kriegt aber in den späteren Folgen wenigstens noch so ein bisschen mehr Drive da rein. Und das ist halt auch eine ganz, ganz coole Sache. Dementsprechend overall sehr viel Positives. Negativ, ich habe es gestern schon in einem Video gesagt, teilweise super cheesy Dialoge. Da sind so zwei, drei Stellen, wo man sich so sagt, ey, das zieht einen komplett wieder raus. Man braucht so ein, zwei Minuten beim ersten Schauen, um wieder da reinzukommen. Dann hast du einige Dialoge, die sich dann aber auch noch mit Monologen irgendwo kreuzen, wie wir es am Ende gesehen haben. Ein Akolyt tötet den Traum und sowas, wo ich mir sitze, oder greife mich mit deiner vollen Kraft an. Ja, Leute, brauche ich das? Nee, habe ich es trotzdem bekommen? Ja, ist es schlimm? Ich weiß nicht, aber ich hätte es gerne anders gesehen und ich glaube, das sind so Probleme, die du dir einfach irgendwo verhindern kannst, wenn du eine vernünftige Synchronisation machst oder eine Synchronisation, wo du dann auf so kleine Details nochmal achtest und nochmal jemand drüber schaut. Haben wir jetzt im Deutschen nicht bekommen, keine Ahnung, wie es im Englischen ist, bin ich aber auch nicht, um das dann zu bewerten. Ansonsten, die Storyline an sich, es gibt einige Plotholes. Wollen wir aber mal nicht so tun, als würde es in Kenobi, Boba Fett, Ahsoka und Co. und selbst in The Mandalorian einige Plot-Conveniences, also auf einmal Sachen geben, die so passieren müssen, weil sie halt so passieren müssen, damit die Story weiter vorangetrieben wird in eine bestimmte Richtung. Das gibt es hier auch, aber es ist hier sehr gut verkraftbar. Overall muss ich sagen, dass ich im Kino natürlich einen bombastischeren Eindruck davon hatte, hier jetzt aber beim zweiten Schauen gesagt habe, irgendwie kam es jetzt hier auf dem Fernseher, dadurch, dass ich mich auf so kleine Details konzentrieren konnte, Nar Shaddaa, die Neimudianer, so ein bisschen das Szenenbild, kam es nochmal positiver rüber. Ja, also ich habe ja gestern gesagt, so in den Kommentaren, hier 7 von 10 sind die ersten beiden Folgen zusammengenommen von mir. Ich würde das Ganze bestätigen mit einer Tendenz vielleicht sogar nach oben, aber es gibt halt auch einige Schwächen, die halt nicht zu übersehen sind. Es ist nicht der schwächste Start einer Star-Wars-Serie, es ist aber auch bei weitem nicht der stärkste Start einer Star-Wars-Serie. Werden wir gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Eure Meinung dazu und bitte bleibt gechillt, ja, gerne unten in die Kommentare. Und wenn es jemand mit einer 10 von 10 feiert, voll cool für die Person, dass sie so viel Spaß daran hat. Und wenn einer sagt, ist scheiße, hat mich gar nicht abgeholt, na dann ist das so, solange es vernünftig begründet und nicht wieder mit einer irgendwie LGBTQ-Keule kommt. Das sind so meine Bedingungen, dann könnt ihr diskutieren und ich gucke mir das auch sehr, sehr gerne an. Ansonsten, Dankeschön fürs Anschauen, hier könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, Seitenverkehr hier in der Preview auf dem anderen Monitor. Möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy.